Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zum Freitags-Überraschungsorakel. Ja, für alle, die neu zugeschaltet haben, ist Freitag immer so der Tag, wo ihr euch überraschen lassen könnt, welches Orakel kommen wird. Es gibt ja die regelmäßigen Liebeswochen-Orakel, die Monats-Orakel und am Freitag ist eben der Tag, wo ihr euch einfach überraschen lassen könnt. Ja, für heute habe ich mir die Frage überlegt, weil sich diese Frage auch in den letzten Tagen immer wieder in den Beratungen aufgetan hat. Ja, ob dein Gegenüber überhaupt bereit ist für eine Partnerschaft mit dir. Und dazu habe ich ein 9er-Blatt mit dem Kartendeck meiner lieben Kollegin Medium Melanie ausgelegt. Das sind ihre Lenormand-Karten. Dann habe ich euch eine Karte aus dem Kartendeck von Medium Melanie, aus den Liebeskarten, eine Karte gezogen, was gerade so Thema ist in der Liebe für dich, für deinen Gegenüber, für eure Verbindung. Egal, ob du jetzt einen Wunschpartner hast oder vielleicht einen Partner, wo vielleicht gerade alles so in der Schwebe ist, ob das überhaupt noch Sinn macht. Und dann habe ich euch drei Karten aus meinem Kartendeck True of Feelings gezogen. Da schauen wir uns die Gefühle deines Gegenübers zu dir näher an. Und da sieht man ja auch, ob jetzt hier eine Partnerschaft möglich ist, ob die Fortsetzung der Partnerschaft überhaupt noch Sinn macht. Und dazu gibt es eine Aktion von mir. Dazu mache ich gesondert heute nochmal ein kleines Orakel. Und zwar gibt es jetzt ab sofort bei mir eine Frage, eine Antwort. Das heißt, wenn du eine Frage auf dem Herzen hast, und nur diese eine Frage eben, bezahlst du quasi für diese eine Frage. Eine Frage, eine Antwort kostet bei mir ab sofort 5 Euro per Mail. Ja, 5 Euro nur bis kommenden Sonntag, wenn du eine Frage hast. Ab Montag gilt dann für eine Frage, eine Antwort dann der Preis um 8 Euro. Diese Legung wird es nur per Mail geben, also du stellst mir per Mail deine Frage, du bekommst per Mail deine Antwort. Immer nur eine Frage buchen sozusagen und wenn du mehrere Fragen hast, dann eben mehrere Male eben eine Frage, eine Antwort buchen oder wenn das Ganze eher auf einen Rundumblick ausgelegt werden sollte, weil es eben mehr Fragen eben sind, dann gibt es ja weiterhin auch meine anderen Legungen, die ich anbiete, den großen, die Legung klar, du und ich, klare Sicht, der große Liebesblick, die Blockadenlegung, die Dreieckslegung, das gibt's alles nach wie vor. Aber wenn du jetzt zum Beispiel eine Frage hast, auf die du einfach eine Antwort möchtest, speziell auf diese eine Frage, dann gibt's eben jetzt ab sofort auch diese Möglichkeit. Wie gesagt, bis kommenden Sonntag zum Sonderpreis um 5 Euro die Frage. Ab Montag dann um 8 Euro. Es wird heute, wie gesagt, noch ein Orakel geben. Das wird anstelle des Orakels der Botschaft zum Wochenende sein. Ja, also heute bekommt ihr keine Wochenendbotschaft, sondern ein Orakel, wo ich euch eben zeige, eine Frage, eine Antwort. Und ich werde in diesem Orakel auch auf die gängigsten Fragen eingehen. Das ist ebenfalls wieder nur allgemeine Tendenzen und wenn du Lust und Laune hast, gerne deine Fragen zu stellen, kannst du das natürlich sehr, sehr gerne machen. Schaue ich dir natürlich sehr, sehr gerne in die Karten. Jetzt starten wir aber los mit dieser Legung. Das kann natürlich auch eine Frage sein. Kann sich dein Wunschpartner zum Beispiel mit dir eine Partnerschaft vorstellen oder ist dein Wunschpartner überhaupt jetzt bereit für eine Partnerschaft mit dir? Das kann jetzt auch eine Frage sein, ja, und deswegen schauen wir uns das jetzt näher an und wir schauen uns jetzt einfach mal das Hauptthema von euch beiden an und zwar, du gehst mir einfach nicht aus dem Sinn. Seien Sie passiv und warten Sie ab, bis der Kontakt da ist. Also bei ihr beide geht euch hier irgendwie auch nicht aus dem Sinn, aber die Karten raten dir jetzt als Zuschauer, dass du eher passiv sein sollst, nicht zu sehr aktiv sein und einfach abwarten, bis der Kontakt vom Gegenüber quasi wieder auf dich zukommt.
Ja, wenn du in einer Partnerschaft bist, heißt das auch, ja, du gehst mir einfach nicht aus dem Sinn. Da ist auf jeden Fall noch etwas da, wo man durchaus noch weiter drauf aufbauen kann. Und wie gesagt, wenn du einen Wunschpartner hast, würde ich jetzt eher auch hier diese Aussagen, seien Sie passiv und warten Sie ab, bis der Kontakt da ist, als wichtiger empfinden. Ja, für dich als Botschaft, dass du eben passiv sein sollst, schon auch immer wieder ja, das Interesse zeigen, aber eben nicht zu intensiv. Ja, jetzt nicht stündlich eine WhatsApp-Nachricht schicken oder ihr wisst eh, wie ich das meine. Ja, also alles mit Maß und Ziel. Also so das Hauptthema ist, ihr geht euch beide nicht aus dem Sinn, da ist auf jeden Fall Interesse da und das ist schon mal eine sehr, sehr gute Aussage. Auch wenn das Interesse da ist, heißt noch lange nicht, dass dein Gegenüber bereit ist für eine Partnerschaft. Ja, es ist zwar ein Grundstein gelegt, dass eben das Interesse da ist, aber ob hier wirklich schon von einer Partnerschaft gesprochen wird oder eben das Fortsetzen einer vorhandenen Partnerschaft, das schauen wir uns jetzt in den Karten näher an. Zum Beispiel, wenn man in einer Partnerschaft ist, ja, und man sich trotzdem noch mag, aber trotzdem irgendwie das Gefühl hat, es reicht nicht mehr für eine Partnerschaft. Ja, so meine ich das. Man mag sich zwar noch, man findet sich auch noch toll, aber eben für eine Partnerschaft ist es vielleicht auch zu wenig. Ja, damit ihr eben nachvollziehen könnt, wie ich das meine. Ob es für eine Partnerschaft reicht, schauen wir uns eben jetzt mit den Lenormand-Karten an. In der Mitte ist sozusagen die Hauptaussage der Legung, das Hauptthema. Und hier ist das Kreuz gefallen. Das heißt, es geht hier um eine schicksalhafte Lernaufgabe. Bei deinem Gegenüber scheinen hier sehr viele Belastungen zu sein, die natürlich ja auch auf die Verbindung seine Auswirkungen hat. Ja, denn wir schauen ja hier rein, ob sich dein Gegenüber eine Partnerschaft vorstellen kann oder bereit ist für eine Partnerschaft. Und mit dem Kreuz kann man schon sagen, dass hier dein Gegenüber schon momentan sein Kreuz zu tragen hat, sehr viele Belastungen auch hat. Und dann ist natürlich interessant zu schauen, in welchem Bereich. Und das sagen uns ja auch die umliegenden Karten. Vielleicht belastet ihm auch die schwierige Verbindung zu dir. Ja, also überall, wo das Kreuz auftaucht, ist zum einen eine schicksalhafte Lernaufgabe, steckt ein Karma dahinter, aber auch, dass man sein Kreuz zu tragen hat, dass man momentan sehr, sehr viele Belastungen auch hat. Decken wir mal die weiteren Karten auf. Hier haben wir die Fische. Okay, die Fische stehen natürlich für die Finanzen. Es kann natürlich sein, dass hier dein Gegenüber finanzielle Schwierigkeiten hat, ja, finanziell sein Kreuz zu tragen hat. Ansonsten stehen die Fische auch für die Seelenebene. Also hier die Seelenebene und das Kreuz steht schon für eine Seelenverbindung zwischen euch beiden, eine karmische Verbindung, die natürlich nicht immer einfach und rosarot ist. Und das belastet zum einen nicht nur dich, ja, sondern auch deinen Gegenüber. Denn alle, die behaupten, eine karmische Verbindung ist rosarot, ist romantisch, ja, kann sie sein, aber sie ist nicht nur romantisch. Ja. Und hier kann man schon sagen, dass deinem Gegenüber das auch ziemlich belastet, dass dein Gegenüber hier auch auf Seelenebene, ja, Belastungen hat. Ist natürlich klar, du wirst genauso bei einer starken karmischen Verbindung hin und wieder mal Belastungen haben. Ja, das wird für dich auch nicht immer so rosarot sein. Dann haben wir noch den Bären. Der Bär steht für etwas Altes, auch für Mut, Stabilität, Stärke. Das kann man jetzt so deuten, dass man sich vielleicht schon aus einem früheren Leben gekannt hat, dass man hier quasi eine schicksalhafte Lernaufgabe aus einem früheren Leben mitnimmt, ja, aus einem alten Leben. Ansonsten bedeutet der Bär natürlich auch, ja, was den Mut betrifft, was den Selbstwert betrifft, was die eigene Stärke betrifft, scheint dein Gegenüber momentan sehr belastend zu sein. Das wirkt, weil Stabilität, Mut, Stärke hat natürlich auch was mit der Seelenebene zu tun. Also hier mit diesen drei Karten würde ich schon mal sagen, dass dein Gegenüber hier schon ziemlich viele Belastungen hat. Je nachdem, was die übrigen Karten noch sagen, alleine an diesen drei Karten würde ich jetzt zum Beispiel intuitiv deuten, wäre jetzt zum Beispiel eine Partnerschaft noch nicht möglich oder dein Gegenüber ist einfach noch nicht bereit, eben wegen dieser Belastungen. Das würde ich anhand dieser drei Karten jetzt mal so sehen. Aber wir haben ja noch weitere Karten, vielleicht ändert sich das ja noch.
Und dann haben wir den Baum auch noch, der wie für die Vitalität steht, für die Wurzeln, die man geschlagen hat. Aber auch hier, ja, was so den Energiehaushalt betrifft, jetzt nicht die körperliche Gesundheit, sondern die seelische, die energetische Gesundheit scheint hier auch ein bisschen angeschlagen zu sein. Also hier kommt mir ganz stark rein, dass dein Gegenüber momentan wirklich alles andere als bereit ist, an einer Partnerschaft zu arbeiten, beziehungsweise mit dir, wenn du noch nicht in einer Partnerschaft bist, in eine Partnerschaft zu gehen. Die Sympathie, das Interesse ist da, aber so würde ich jetzt sagen, sieht es nicht so danach aus, dass hier wirklich ja, der Mut für eine Partnerschaft oder für das Arbeiten an einer Partnerschaft gegeben ist. Dann haben wir noch die Störche und das finde ich jetzt toll. Wir haben die Störche, das heißt, das kann sich auf jeden Fall zum Positiven wenden. Ja, die Störche stehen für positive Veränderungen in Kombination mit dem Kreuz, das ja für schicksalhafte Belastungen auch steht, kann man schon sagen, okay, auch wenn diese Belastungen da ist, wenn man momentan auf der Seelenebene nicht so wahnsinnig zufrieden ist, wird sich das auf jeden Fall in die positive Richtung wenden. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut, dass es eben weitergeht und eben nicht so stagniert. Dann haben wir das Buch. Das Buch steht auf der einen Seite für etwas Verschlossenes. Vielleicht ist dein Gegenüber auch sehr verschlossen. Aber das Buch, da hat man ja die Möglichkeit, ein Buch aufzuschlagen. Und mit den positiven Veränderungen würde ich schon sagen, wenn dein Gegenüber ein bisschen verschlossen ist, aufgrund dieser Belastungen, verschlossen einer möglichen Partnerschaft gegenüber, haben wir die positive Veränderung, dass diese Verschlossenheit, dieses Buch quasi aufgemacht wird. Dann haben wir noch die Eulen. Die stehen für Kummer, Sorgen, Aufregung, das ist natürlich klar. Schicksalhafte Belastungen sind nicht lustig, ja. Das regt einem immer wieder auf. Das bringt einem Kummer. Aber weil hier oberhalb die positiven Veränderungen stehen, ist hier auf jeden Fall die Chance da, dass diese Belastungen auch wirklich abgelegt werden. Dann haben wir noch den Fuchs und der Fuchs steht für auf der einen Seite für Zwiespalt, dass dein Gegenüber auch sehr zwiespältig ist, in welche Richtung es geht. Der Fuchs steht aber auch für Falschheit, aber auch für Schleue. Jetzt möchte ich noch die letzte Karte mit hinzunehmen und da haben wir die Blumen, die stehen für Überraschung, etwas ist wie ein Geschenk, ja? Und diese schicksalhafte Belastung, ja, diese schicksalhafte Lernaufgabe, die dahinter steckt, in die er jetzt momentan hat, ja, vielleicht finanziell, vielleicht auch auf der Seelenebene. Ich würde sagen, das eine schließt das andere nicht aus. Denn wenn man auf der finanziellen Ebene Schwierigkeiten hat, Belastungen hat, dann wirkt sich das natürlich auch auf das Seelenleben aus. Ja, diese Lernaufgabe, in der momentan dein Gegenüber steckt, in diesen Belastungen, steckt etwas Positives dahinter. Das ist wie ein Geschenk. Klar, man kann jetzt sagen, warum sollen Belastungen wie ein Geschenk sein? Aber solche Lernaufgaben, die das Leben immer wieder stellt, sind ja für etwas gut. Und man sieht ja bei ihm oder bei ihr, dass sich hier das Ganze zum Positiven wendet und irgendwann wird dein Gegenüber sagen, diese schwierigen Situationen, ja, war für etwas gut. So würde ich eben jetzt hier den Blumenstrauß deuten. Weil wir hier den Fuchs daneben haben, der Fuchs steht ja auch für Falschheit, kann man jetzt schon sagen, würde ich jetzt den Fuchs nicht als Falschheit sehen, sondern ich würde den Fuchs jetzt intuitiv als Schleue sehen. Nämlich, dass dein Gegenüber, weil ich habe hier, wie gesagt, die positive Veränderung. Das heißt, diese schicksalhaften Belastungen werden sich zum Positiven wenden. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass der Fuchs jetzt sagt, dass das alles falsch ist, sondern dass dein Gegenüber, wenn er es schlau angeht, diese Belastungen von sich geben kann sozusagen und das Buch öffnen, dass er sich mehr öffnet. Also wie gesagt, der Fuchs ist für mich in diesem Fall jetzt nicht die Falschheit. Man kann jetzt sagen, okay, die übertriebenen Sorgen sind natürlich falsch. Ja, man kann sich auch reinsteigern. Aber ich würde das so sehen, dass dein Gegenüber das Ganze schlau angeht, dass er zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Mittel einsetzen wird, um diese Belastungen ins Positive umzuwandeln und auch wirklich positiv daraus hervorzugehen. Was ich jetzt anhand dieses Neunerblattes sagen kann, auf die Frage, ob dein Gegenüber
jetzt für eine Partnerschaft mit dir bereit ist, würde ich jetzt sagen, nein, vorerst. Ja? Denn es sind jetzt einfach zu viele Belastungen in seinem Leben, die vorrangig jetzt sind, diese Belastungen umzuwandeln, diese Belastungen anzugehen. Was danach passiert, ja, sieht man ja dann. Aber es geht ja hier um die Frage, kann sich dein Wunschpartner oder dein Partner eine weitere tiefe Verbindung mit dir vorstellen, beziehungsweise ist er dafür bereit? Und auf energetischer Ebene, auf Seelenebene sieht man schon, das Interesse ist da, aber die Lebensumstände bei deinem Gegenüber sind viel zu kompliziert, um jetzt wirklich das Hauptaugenmerk auf eine Partnerschaft zu richten. Das Hauptaugenmerk sind zum einen die Finanzen, sind zum einen die Seelenebene und da diese Belastungen abzugeben, dieses Karma quasi abzutragen sozusagen und ins Positive umwandeln. Denn nur wenn diese schicksalhaften Belastungen erledigt sind, kann man den nächsten Schritt gehen. Vielleicht ist der nächste Schritt ja dann eine Partnerschaft. Das sieht man ja dann, wenn er oder sie das erledigt hat. Aber aus dem jetzigen Standpunkt, aus der jetzigen Sicht, aus dem jetzigen Lebensumstand sozusagen, ist eine Partnerschaft oder ist dein Gegenüber für eine Partnerschaft oder für das Arbeiten an der Partnerschaft, wenn sie schon da ist, nicht bereit, weil hier einfach andere Dinge, andere Themen vorwiegend sind. Ja? Wie gesagt, das Interesse ist da. Wir schauen ja jetzt dann auch noch in die Gefühle rein, aber eben die Lebensumstände sind oft wirklich kompliziert, dass einfach eine Partnerschaft momentan unmöglich macht. Immer wieder heißt es ja, wenn sich dein Gegenüber nicht entscheidet, wird nie was werden, ja, oder er hat dann gar kein Interesse. Klar, es kann natürlich schon sein, dass er dann kein Interesse hat, ja, aber es kann auch wirklich sein, das ist aber oft der Ausnahmezustand, das kann man jetzt nicht so verallgemeinern, dass einfach die Lebensumstände es momentan unmöglich machen, ja. Wenn jetzt zum Beispiel einer in Afrika wohnt und du wohnst, weiß ich nicht, in Deutschland, wie ist da, damit ihr das jetzt versteht, wie ist da jetzt eine tiefe Partnerschaft möglich, ohne Komplikationen, ja, da sind die Lebensumstände einfach anders, auch wenn man Interesse hat, ja, wenn man sich liebt, wenn man sich mag, man kann in eine Partnerschaft gehen, ja, aber die Lebensumstände machen eine Partnerschaft kompliziert, ja, und hier sieht es auch so danach aus, dass die Lebensumstände bei deinem Gegenüber einfach so sind, dass hier keine Partnerschaft momentan, solange das nicht erledigt ist, möglich ist. Wenn hier jetzt eine Karte gefallen wäre, wo man sagt, okay, oder wo hier oben steht, kein Interesse, dann kann man sagen, okay, er hat kein Interesse und die Lebensumstände passen auch nicht, also lass es. Aber wir haben das Interesse, ja, aber die Lebensumstände passen noch nicht. Das sind zwei Paar Schuhe sozusagen. Schauen wir uns jetzt die Gefühle näher an. Und hier haben wir, die Liebe gibt Kraft und Energie. Das ist schön, ja, das ist schön, denn die Liebe gibt Kraft für genau diese schwierigen Situationen. Ja, deine Liebe gibt deinem Gegenüber Kraft, natürlich im normalen Ausmaß, nicht im übertriebenen Ausmaß. Dann haben wir noch die Karte. Die Liebe gestaltet sich als kompliziert. Mit Umwegen sollte gerechnet werden. Na, wer sagt, das ist ja kompliziert. Ja, das ist ja nicht einfach. Also das passt auch sehr, sehr gut zusammen. Und dann haben wir, es ist alles festgefahren in der Liebe. Man hat eine Mauer um sein Herz gebaut. Meine Lieben, schaut mal. Dein Gegenüber hat Interesse. Du gehst mir einfach nicht aus dem Sinn. Aber die Lebensumstände machen das Ganze schwierig. Deine Liebe gibt deinem Gegenüber Kraft, aber das Ganze drumherum, ja, gestaltet oder macht das Ganze kompliziert. Mit Umwegen sollte gerechnet werden und es ist alles festgefahren in der Liebe. Man hat eine Mauer um sein Herz gebaut, ja. Durch diese Komplikationen, vor allem hier auf der Seelenebene, ja, beginnt man irgendwann eine Mauer um sein Herz zu bauen. Das ist natürlich nicht gut. Aber wir haben die Störche hier liegen. Das heißt,
das, was jetzt momentan bei deinem Gegenüber so scheint, wie wenn das nichts mehr wird, wie wenn die Lebensumstände sich nicht mehr ändern, die werden sich ändern. Und dann beginnt man auch irgendwann die Mauer wieder fallen zu lassen, weil man erleichtert ist, dass sich hier diese Lebensumstände gebessert haben, ja? Und dann kann man natürlich auch wieder die Liebe zulassen. Aber wenn die Lebensumstände momentan kompliziert sind, baut man irgendwann auch eine Mauer um sein Herz. Das soll jetzt nicht heißen, dass dein Gegenüber kein Interesse hat, denn wir haben hier das Interesse. Du als Zuschauer wirst hier aufgefordert, passiv zu bleiben und mal das Ganze laufen zu lassen, dass du da bist, wenn der Kontakt von seiner oder von ihrer Seite kommt, aber nicht bedrängen. Ja? Dein Sein, deine Liebe gibt deinem Gegenüber Kraft. Auch wenn die Lebensumstände schwierig sind, auch wenn dein Gegenüber eine Mauer um sein Herz baut, deine Liebe gibt Kraft und das ist auch gut so. Bleibe also im Vertrauen. Es sind die Lebensumstände, die es jetzt momentan nicht zulassen, in eine Partnerschaft zu gehen. Aber wenn du im Vertrauen bleibst, wenn du passiv bleibst, sagst, okay, er oder sie muss jetzt diese Lebensaufgabe angehen, er muss sich jetzt um seine Dinge kümmern, ich bin da, wenn er mich braucht, ja, mit dem gibst du deinem Gegenüber Kraft und nicht, wenn du jetzt zusätzlich noch Druck aufbaust, ja, wenn du jetzt zusätzlich noch sagst, jetzt entscheide dich endlich mal, da wirst du noch mehr Druck aufbauen. Bleibe im Hintergrund, gib deinem Gegenüber zu verstehen, dass du da bist, aber eben nicht mit Druck. Und dann, wenn sich diese schicksalhafte Lernaufgabe ins Positive umwandelt, wird auch die Mauer, die momentan um das Herz gebaut wurde, auch ja, schon langsam zu bröckeln beginnen. Ja, aber das ist eben sehr, sehr wichtig, dass vorher die Lebensumstände auch sich ändern. Meine Lieben, das ist eine sehr, sehr schöne Botschaft auch von den Karten. Ich bin immer wieder neugierig und fasziniert, wie die Karten auch untereinander oder miteinander sprechen und ein Gesamtbild ergeben. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Diese Legung könnt ihr natürlich auch buchen. Ja, wenn ihr diese Legung als eine Frage, eine Antwort bucht, gibt es natürlich nur die Antwort eben, ob eine Partnerschaft möglich ist und warum eben hier die Partnerschaft eben nicht möglich ist. Ja, und wenn, ja, wenn sie möglich ist, wie das Ganze eben zustande kommt. Ja, diese Antwort bekommt ihr, aber bei einer Frage, eine Antwort gibt es natürlich keine Antwort über die Gefühle. Ja, das muss, glaube ich, klar sein, denn das wäre ja dann wieder eine weitere Frage. Wenn du aber genau diese Legung mit der Aufgabe, mit den Gefühlen und eben mit der Antwort haben möchtest, kannst du diese dann auch als Video buchen. Eine Frage, eine Antwort gibt es nur per Mail. Das ist eine Mailberatung, die wird es nicht vorzeitig oder vorerst mal nicht als Video geben. Wie gesagt, alle Informationen habe ich euch unten eingeblendet. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich für den einen oder anderen diese Legung machen darf. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und alles Gute.